damals eine große Nachfrage nach Wohnraum in Freiburg, so wie heute auch wieder. Und die Stadt Freiburg hatte hier das Glück, dass Kasernenflächen nach der Wende frei geworden sind, die relativ zentrumsnah liegen, und hat dann einen städtebaulichen Wettbewerb ausgelobt, und dann wurde diese Baumaßnahme hier entwickelt. Es gab damals ein reges Interesse von Einzelpersonen, jungen Familien, später dann auch Senioren aus anderen Teilen von Deutschland, die nach in den Süden von Deutschland ziehen wollten, sich zusammenzuschließen und diese Baugruppen, Baugemeinschaften zu gründen und gemeinsam als Auftraggeber zu entwickeln und natürlich auch mit zu konzipieren. Ich hatte hier schon ein anderes Gebäude geplant, nach einem ähnlichen Konzept und mit den gleichen Fachingenieuren, und bin dann hier gefragt worden, ob ich das mitentwickle von Anfang an. Und das war für mich eine super Gelegenheit, nochmal ein weiteres Gebäude mit sehr, sehr ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen als Architekt zu begleiten. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, eine Besonderheit ist, dass diese alte Kaserne relativ zentrumsnah liegt, ca. 3 Kilometer vom Stadtzentrum weg. Das ist für jede Stadt eine gute Gelegenheit, so ein ca. 41 Hektar an einem Stück neu entwickeln zu können. Es war damals das Ziel auch der Stadtverwaltung, sagen wir mal des Stadtplanungsamtes, etwas Zukunftsfähiges zu machen. Allerdings kam noch sehr viel Dynamik zusätzlich rein und hat dem Ganzen nochmal einen anderen Drive gegeben durch die Bewohner, beziehungsweise damals die zukünftigen Bewohner, die es ja eigentlich noch nicht gab. Das hatte natürlich die Gründe, dass in der Baugesetzgebung verankert ist in Deutschland, dass die Bevölkerung bei solchen Projekten eingebunden werden muss, was für jede Kommune immer schwierig ist, wenn es ein Neubauviertel ist. Es haben sich damals relativ schnell Initiativen gebildet. Forum Bourbon, die es heute noch gibt als Bürgerverein, und mit der Stadt, von der Stadt verlangt, dass das ein ökologisch noch viel ehrgeizigeres Projekt gibt, zum Beispiel autofrei, genau genommen stellplatzfrei. Es gibt hier zum Beispiel keine privaten Parkplätze auf den Grundstücken, wie es sonst überall vorgeschrieben ist, sondern die Bewohner parken in einem Parkhaus, und es gibt hier gab am Anfang, jetzt immer noch relativ wenig, also unterdurchschnittlich wenige Haushalte, die überhaupt ein Auto, ein privates Auto hatten. Die Straßenbahn sollte von Anfang an mitgeplant, kam ein paar Jahre später. Man kann sehr gut mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Die Tatsache, dass das hier stellplatzfrei ist, man sieht es zum Beispiel hier in dieser Straße, führt einfach auch zu einer anderen Qualität des Straßenraumes. Hier spielen Kinder, man kann sich hier treffen. Das ist nicht wie in anderen Vierteln, dass die Straße eigentlich ein großer Parkplatz ist. Das ist ein Teil dieser Innovation. Das zweite ist, Freiburg hat damals auch schon versucht, die damals geltende Gesetzgebung, was Energiesparen betraf, noch ein bisschen nachzuschärfen und ein bisschen besser zu sein.
das Passivhausniveau. Es gibt hier viele Passivhäuser. Das haben allerdings dann die Bewohner, die damals Grundstücke gekauft haben, also die Interessenten, durchgesetzt. Das kam nicht von der Stadt. Also es wurde immer noch als draufgelegt. Dass das ging, das hatte verschiedene Gründe. Es war nach der Wende in Freiburg so, dass die als erstes normalerweise bauen wollen, das sind die kommerziellen Bauträger, damals in die neuen Bundesländer, in den Osten gegangen sind, in so eine Art Goldgräberstimmung und hier etwas weniger präsent waren und auf der anderen Seite Freiburg schon immer eine Bewohnerschaft hat, die etwas akademisch rebellisch ist. Das hängt vielleicht mit und naturbewusst, das hängt auch mit der Nähe von Schwarzwald zusammen und hat noch andere Hintergründe. Und es gibt große Forschungsinstitute, darunter das Forschungsinstitut für Solare Energiesysteme und andere. Das Öko-Institut hat hier seine Ursprünge, sodass es auch die Menschen gab, die wollten etwas anderes machen. Sie wollten ökologisch etwas Zukunftsweisendes machen. Die ersten Ideen, die Stadt hier zu entwickeln, sind jetzt 30 Jahre alt. Es ist in seiner Zeit modellhaft gewesen und es gibt viele Elemente, die sind noch modellhaft. Was hier von Anfang an eine Schieflage hatte, das war so ein bisschen die Nutzungsmischung. Es gibt zwar alle Generationen, die hier wohnen, aber ursprünglich war auch ein kleines Gewerbegebiet geplant. Da gab es wenig Nachfrage, um so diese klassische europäische Stadt wieder aufzugreifen und dieses Konzept auch der kurzen Wege, die hat man hier trotzdem, aber die Idee von der Wohnung zum Arbeitsplatz ist ganz kurz. Man hat sowieso die Arbeit nicht da um die Ecke. Das andere, was nicht modellhaft ist, dass es fehlt eigentlich die soziale Mischung. Es gibt sehr wenig Mietwohnungsbau. Es ist eine etwas homogenes Milieu, was hier wohnt, die auf der einen Seite vielleicht auch das ökologisch Vorbildliche nur machen konnten, auf der anderen Seite dann am Ende natürlich nicht die Gesellschaft in ihrer Breite abbilden. Der Anspruch an eine Gemeinschaft, eine Hausgemeinschaft, eine gute Nachbarschaft, der war von Anfang an da. Man hat ja auch zusammen geplant, das Grundstück zusammen gekauft. Das ist auch nicht immer konfliktfrei gewesen, aber und vor allen Dingen auch, weil die Bewohnerschaft generationsmäßig zumindest mal heterogen ist. Zum Beispiel wohnt hier am Anfang ein Seniorenpaar, die ihr Einfamilienhaus in Norddeutschland verkauft haben, um im Süden in der Sonne zu wohnen, neben einer alleinerziehenden Mutter mit drei kleinen Kindern. Da hatte ich persönlich etwas Bedenken, dass das Konflikte geben würde. Es war das Gegenteil der Fall. Das Seniorenpaar wurde adoptiert als Großeltern. Und es ist eine sehr harmonische Nachbarschaft geworden. Es gibt Gemeinschaftsräume im Untergeschoss, die frei bespielbar sind, Tischtennis. Die Jugendlichen können Party machen. Es gibt auch, und das hat auch was mit dem energetischen Konzept zu tun, gemeinsame Haushaltsgeräte, Tiefkühltruhen, Waschmaschinen, sodass da auch eine gemeinschaftliche Aktionen, Aktivitäten sind. Das Grundstück, man sieht es hier im Hintergrund, hat keinen
ist nicht eingezäunt. Auch die einzelnen Erdgeschossbewohner haben anders als andere hier im Quartier ihre Fläche nicht abgetrennt. Das ist also frei zugänglich und macht natürlich das auch alles insgesamt etwas großzügiger. Es ist auch so, dass wir als Architekten die Zugangsbereiche, den Treppenaufgang etwas überdimensioniert haben und so konzipiert haben, dass er als Begegnungsbereich dient. Man kann da mal stehen bleiben und miteinander reden. Es gibt eine Bank unten neben dem Briefkasten und das wird auch so genutzt. Und die Aufzüge, die da sind, übrigens auch eine Rarität im Quartier hier von Anfang an, war die Barrierefreiheit mitgedacht. Ich würde sagen, ein Teil einer sozialen Nachhaltigkeit. Die Aufzüge sind aber nicht gleich als erstes da, wenn man aufs Haus zugängt, sondern die Treppe, die hochgeht, ist erstmal einladend. Und wenn man im ersten oder zweiten OG wohnt und noch gut laufen kann und keine schweren Einkäufe mit sich trinkt, dann geht man normalerweise die Treppe. Und die Treppe ist dann auch ein Kommunikationselement. Prioritäres Ziel war es, den Wärmebedarf sehr gering zu halten, indem wir die Bautechnik, das heißt die Dämmung, die sehr homogen um das ganze Haus gelegt ist, ohne Wärmebrücken, auch an den Balkonen, die völlig separat stehen oder die Treppenaufgänge stehen separat, sind nicht mit dem Haus verbunden, über ganz wenige, sehr dünne Punkte. Der Wärmebedarf insgesamt ist extrem gering. Das war die Voraussetzung, um eine innovative Gebäudetechnik ins Gebäude zu integrieren, die nur den Restbedarf abdeckt. Es gibt hier ein Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird. Es gibt Solarthermie auf dem Dach, die warmes Wasser vorbereitet, und es gibt Stromerzeugung über eine Photovoltaikanlage, über zwei Photovoltaikanlagen auf beiden Dächern. Ziel war, in der Bilanz eine positive Bilanz zu erzeugen, was dann auch gelungen ist, indem noch weitere Energieerzeuger durch die Hausgemeinschaft gekauft worden sind, nämlich ein Windrad, ein Teil an einem Windrad im Schwarzwald. Also nicht auf dem Grundstück, sondern da, wo der Wind wirklich weht. Es gibt eine Lüftungsanlage, die Luft kommt leicht temperiert in die Wohnung über einen Erdwärmetauscher. Und da ist der Anzug, der Wärme. Der Lufteintrag erfolgt über kleine Türme hier im Garten und versorgt dann jede Wohnung einzeln. Nachhaltigkeit in Architektur beschränkt sich für mich nicht auf technische Werte, auf Energieverbräuche alleine, sondern für mich ist Nachhaltigkeit etwas, was man ganzheitlich betrachten muss. Es geht für mich auch um brauchbare Grundrisskonzepte, langfristig brauchbare Grundrisskonzepte, eine Anpassbarkeit in einem gewissen Rahmen, sowohl der Grundrisse als auch der Gebäudetechnik. Da wir davon ausgehen, dass ein Haus 50 bis 100 Jahre, vielleicht noch etwas länger, seinen Zweck erfüllen soll, sonst kann es nicht nachhaltig sein, muss es in der Lage sein, sich anzupassen, angepasst zu werden von seinen Bewohnern. Und die Kleehäuser, das sage ich jetzt mit dem Rückblick auf fast 20 Jahre, sind nach wie vor für mich ein Pionierprojekt, weil sie auch in einer Zeit, als das noch nicht
noch nicht so allgemein gut war, schon versucht haben, diese ganzheitliche Betrachtung in ein alltagstaugliches Haus umzusetzen, bei dem im Übrigen auch die ökonomischen Rahmenbedingungen, die Bezahlbarkeit noch eine Rolle gespielt hat. Und ich habe jetzt auch erfahren, dass die Gebäudetechnik in den nächsten Jahren umgerüstet werden soll von Gas auf Wärmepumpe, um vom Erdgas wegzukommen. Das ist hier möglich. Die PV-Anlage als ein technisches Equipment ist auf dem Flachdach angeordnet, ist austauschbar. Sie ist entkoppelt vom Gebäude und auch damit ist es möglich, den anderen Lebenszyklus von technischen Anlagen so zu gestalten, dass das Gebäude selbst davon wenig tangiert wird.